Gleich dort vorn müsste das Dorf Redcliffe sein. Ich will, dass dieses verdammte Ding ständig überwacht wird. Beim ersten Anzeichen von Dämonen schlagt die Alarm. Kehrt um! Wir können die Tore erst wieder öffnen, wenn die Gefahr vorüber ist. Was diese Risse bewirken können. Dieser hier schien in seiner Umgebung die Zeit zu verändern. Gütiger Erbauer, es ist vorbei, oder? Öffnet die Tore! Wir haben das Eintreffen der Inquisition angekündigt, aber ihr solltet wissen, dass niemand hier draußen mit uns gerechnet hat. Niemand? Nicht einmal Großverzauberin Fiona? Nun, falls doch, hat sie es zumindest niemandem erzählt. Wir haben dafür gesorgt, dass euch die Taverne für die Verhandlungen zur Verfügung steht. Bitte verzeiht, werte Vertreter der Inquisition. Magister Alexius trägt nun die Verantwortung, aber er ist noch nicht hier. Wir erwarten ihn in Kürze. Ihr könntet euch in der Zwischenzeit mit der ehemaligen Großverzauberin unterhalten. Der Schleier ist hier dünner als in Haven. Und er ist nicht nur geschwächt, sondern auch auf eine Weise verändert, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe. Wir sollten mit der Großverzauberin reden. Großmutter, ich denke, wir sollten von hier fortgehen. Von hier fortgehen? Inmitten eines Krieges? Sei doch nicht töricht, Mädchen. Wir sind nicht aus Redcliffe geflohen, als die Toten über unser Dorf herfielen. Und wir werden auch jetzt nicht fliehen. Ich hatte letzte Nacht wieder diesen Traum, Mutter. Schluss damit. Ich will nichts davon hören. Und als ich aufgewacht bin... Ich habe gehört, die meisten Abtrünnigen sind tot oder verstecken sich. Hier dürften schon bald weitere Flüchtlinge eintreffen. Findest du, wir sollten sie ins Dorf lassen? Ich bin mir nicht sicher, ob wir genug zu essen haben. Schon bevor der Himmel aufriss, war dies hier ein Land voller Geister und Dämonen. In den Hügeln von Redcliffe ist wilde Magie beheimatet. Ich hoffe, dass
Magierin gesprochen und sie meinte, es klinge genau wie die Träume, die sie hatte, bevor ihre Magie erwacht ist. Ich weiß es nicht. Sagt es uns einfach, falls wir irgendetwas für euch tun können. Ich danke euch. Sehr schön. Leute sterben, nur weil ein paar einfache Kräuter fehlen. Bitte entschuldigt. Kann ich euch helfen? Kann ich euch helfen? Willkommen, Vertreter der Inquisition. Was führt euch nach Radcliffe? Wir sind aufgrund eurer Einladung aus Val Royeaux hier. Ihr müsst euch irren. Das letzte Mal, dass ich in Val Royeaux war, war noch vor dem Konklave. Nein, ich irre mich nicht. Als die Templer gegangen sind, kamt ihr nach Val Royeaux und habt mich hierher gebeten. Die Templer haben Val Royeaux verlassen? Wohin sind sie gegangen? Das klingt... Warum klingt das nur so sonderbar? Nun, wer oder was auch immer euch hierher geführt hat, die Lage hat sich geändert. Die freien Magier haben sich bereits dem Dienst für das Reich von Tevinter verschrieben. Ein Bündnis mit Tevinter? Habt ihr denn keine Angst, dass sich ganz Cedas gegen euch wenden wird? Bei Andrastes Hintern. Ich versuche mir irgendetwas vorzustellen, was noch dümmer gewesen wäre. Aber mir fällt beim besten Willen nichts ein. Ich verstehe, dass ihr Angst habt, aber ihr verdient etwas Besseres, als Sklaven Tevinters zu sein. Als jemand, der einem Magister verpflichtet ist, habe ich nicht länger die Autorität, mit euch zu verhandeln. Na schön. Und wer hat jetzt das Sagen? Willkommen, meine Freunde. Bitte entschuldigt, dass ich euch nicht eher begrüßt habe. Vertreter der Inquisition, erlaubt mir, euch Magister Gereon Alexios vorzustellen. Die Magier aus dem Süden stehen unter meinem Kommando. Und ihr seid also der Überlebende, richtig? Derjenige aus dem Nichts. Interessant. Wenn ihr die Magier jetzt anführt, dann lasst uns verhandeln. Ich bin mir sicher, wir können uns einigen. Es ist doch immer wieder eine Freude, einem vernünftigen Mann zu begegnen. Felix, würdest du bitte einen Schreiber rufen lassen? Oh, verzeiht meine Manieren. Meine Freunde, das ist mein Sohn Felix. Es überrascht mich nicht, dass ihr hier seid. Die Eindämmung der Bresche ist eine Aufgabe, die nur wenige in Angriff nehmen können. Niemand kann sagen, wie viele Magier dafür nötig wären. Es ist ein ehrgeiziges Unterfangen. Nun ja, wenn man einen gewaltigen Riss am Himmel bekämpft, kann man es sich kaum leisten, bescheiden zu denken. Nun, dann werden wir... Felix? Es tut mir so leid, mein Lord. Bitte vergebt mir.
Ist alles in Ordnung? Es geht mir gut, Vater. Na komm, holen wir dir deine Arzneien. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet, meine Freunde, wir müssen unsere Unterhaltung ein andermal fortsetzen. Fiona, ich brauche im Schloss eure Hilfe. Es war nicht meine Absicht, allen derartige Umstände zu bereiten. Ich lasse der Inquisition eine Nachricht zukommen. Wir werden diese Angelegenheit ein andermal klären. Kommt in die Kirche. Ihr seid in Gefahr. Oh, wie geheimnisvoll. Ich erinnere mich an euch. Ihr wart im Zirkel von Ostwick ein paar Jahrgänge über mir. Ihr habt es wirklich zu was gebracht, nicht wahr? Ihr wurdet von Andraste gezeichnet und kommandiert die Templer herum. Das muss nett sein. Ich will dafür sorgen, dass wir nie wieder in irgendeinen Turm des Zirkels gesperrt werden. Natürlich. Und ich bin die Kaiserin von Orlais. Magister Alexius wünscht, dass allein Magier in Redcliff bleiben. Euch wird er billigen. Mich duldet er nicht. Viele sind schon geflohen, um seinem Zorn zu entgehen. Was hat der Magister gegen euch? Er wird nicht gerne daran erinnert, was aus Magiern werden kann. Er sagt, alle Besänftigten müssten Redcliff verlassen, aber wer würde uns willkommen heißen? Ihr müsst entschuldigen. Ich hätte an euren Worten erkennen müssen, dass ihr ein Besänftigter seid. Ja, meine magische Begabung war unzureichend, um mich vor Dämonen zu schützen. Um nicht zu riskieren, dass ich besessen werde, hat der Zirkel meine Verbindung zum Nichts getrennt. Meine Magie ist fort, ebenso wie meine Träume und Wünsche. Jene, die sich nun in Redcliff aufhalten, ziehen es vor, uns nicht zu Gesicht zu bekommen. Wie lange sind die Tevinteraner schon hier? Magister Alexius ist bei Anbruch der Nacht eingetroffen, 2 Tage nach unserem Rückzug vom Tempel der Heiligen Asche. Abgesehen von jenen, die er als Diener brauchte, zwang er jeden ohne magische Fähigkeiten, das Schloss zu verlassen. Selbst der Arl wurde fortgeschickt. Nun denn, lebt wohl. Einen Moment bitte. Ihr gehört der Inquisition an, nicht wahr? Ich bin Alchemist. Ihr braucht doch gewiss Tränke. Wenn mich der Magister hier nicht haben will, kann ich vielleicht euch meine Dienste anbieten. Es wäre uns eine Freude, wenn ihr für die Inquisition arbeiten würdet. Habt Dank. Solange man lebt, ist es gut, daran glauben zu können, dass die eigenen Fähigkeiten noch von Nutzen sind.
predige ja schon seit Jahren. Das war es heißt, Andraste habe euch gesandt, um die Welt zu retten. Wenn es hilft, Leben zu retten und Frieden zu schaffen, werde ich die Erste sein, die daran glaubt. Ich versuche es. Und ich hoffe, ich enttäusche euch nicht. Das hoffe ich auch. Arbeitet ihr für die aufständischen Magier? Magier sind nicht weniger die Kinder des Erbauers als der Rest von uns. Sie plagen sich ebenso mit Glaubensfragen wie jeder andere auch. Heißt das, ihr unterstützt ihren Wunsch nach Freiheit? Als sie die Wahl zwischen dem Zirkel und dem Tod hatten, gaben die meisten Magier bereitwillig kleine Freiheiten zugunsten ihrer Sicherheit auf. Aber das Blatt hat sich gewendet. Und nun scheint es, als wäre jegliche Einschränkung zu viel verlangt. Ich denke, sie sollten die Chance erhalten, zu beweisen, dass sie die Freiheit verdienen. Ich kann im Dorf keine anderen Priester sehen. Wo sind denn alle? Der Magister ließ die anderen hinausbegleiten, zu ihrer eigenen Sicherheit. Doch ich weigerte mich. Er wird mich schon rauswerfen müssen. Bis dahin kümmere ich mich um meine Schäfchen. Was haltet ihr davon, dass die Magier mit Tevinter zusammenarbeiten? Das Reich hat Andraste verbrannt. Und wir haben seitdem 4 erhabene Märsche gegen die Tevinteraner ausgerufen. Bei all diesen Märschen war es jedoch so, dass sie noch immer an den Erbauer geglaubt haben. Wenn ich jetzt von ihm spreche, lachen die Magister nur. Irgendetwas ist geschehen und ich fürchte mich davor herauszufinden, was es sein könnte. Ich überlasse euch dann wieder euren Aufgaben. Der Erbauer gebe euch Kraft, mein Kind. Ich bin Schwester Tanner. Kann ich euch vielleicht helfen? Ich habe den Brief gefunden, den ihr einem Templer namens Corin geschickt hattet. Was? Verdammt! Ihr könnt nichts beweisen. Und ein Brief von einem abtrünnigen Templer wird niemanden interessieren. Also, was gedenkt ihr zu tun? Mal sehen. Ihr gebt euch als Schwester aus, ihr schmuggelt, ihr entehrt Kirchenroben. Ich kann diese Liste noch weiterführen, wenn ihr möchtet. Oder ihr entscheidet euch einfach, eure Fähigkeiten in den Dienst der Inquisition zu stellen. Und ihr würdet Schweigen bewahren? Niemand muss davon erfahren? Das wird davon abhängen, wie aufrichtig euer Einsatz für unsere Sache ist. Na schön, ich bin dabei. Es sieht aus, als wäre die Inquisition dieser Tage die beste Option. Ich freue mich darauf, der Inquisition hier vereinbart zu helfen. Gut, da seid ihr ja endlich. Könnt ihr mir nun bitte helfen, dieses Ding zu schließen? Immer wiedersehen!
Faszinierend. Wie genau funktioniert das? Ihr wisst es nicht einmal richtig. Ihr wackelt einfach mit den Fingern und zack, der Riss schließt sich. Wer seid ihr? Oh, ich habe wieder den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Dorian aus dem Hause Parvis, zuletzt wohnhaft in Minrathis. Wie geht es euch? Noch ein Tevinteraner. Nehmt euch vor ihm in Acht. Ihr habt ziemlich misstrauische Freunde. Magister Alexius war einst mein Mentor, sodass ich meine Hilfe als äußerst nützlich erweisen dürfte, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Ihr verratet also euren Mentor. Und der Grund dafür ist? Alexius war mein Mentor. Das heißt, er ist es nicht mehr. Und das schon seit geraumer Zeit. Hört zu. Ihr wisst vermutlich, dass euch Gefahr droht. Das dürfte selbst ohne meine Nachricht offensichtlich sein. Fangen wir damit an, dass Alexius euch die Loyalität der aufständischen Magier vor der Nase weggeschnappt hat. Und zwar wie durch Magie, nicht wahr? Was es auch genau trifft. Alexius hat die Zeit manipuliert, um vor der Inquisition in Radcliffe zu sein. Er hat es so eingerichtet, dass er direkt nach dem Tod der Göttlichen hier sein konnte. Ihr begreift schnell. Sofern es die Wahrheit ist, wäre das überaus faszinierend. Und mit ziemlicher Sicherheit auch gefährlich. Und was ist mit dem Riss, den ihr hier geschlossen habt? Er hat die Zeit in seiner Nähe verzerrt. Einiges wurde beschleunigt, anderes verlangsamt. Es wird schon bald noch mehr davon geben und sie werden immer weiter von Radcliffe entfernt auftauchen. Die Magie, die Alexius einsetzt, ist derart instabil, dass sie die Welt aus den Fugen geraten lässt. Ich hätte gerne mehr Beweise als nur eure Aussage. Es ist magische Zeitkontrolle, glaubt mir. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe ihm geholfen, diese Art von Magie zu entwickeln. Als ich noch sein Schüler war, war das alles reine Theorie. Alexius hat es nie geschafft, sie in die Realität umzusetzen. Was ich nicht verstehe, ist, welches Ziel er damit verfolgt. Er reißt doch die Zeit nicht in Stücke, nur um ein paar hundert Lakaien zu erhalten. Es ging ihm nicht um sie. Du hast dir ja ganz schön viel Zeit gelassen. Wird er etwa misstrauisch? Nein, aber ich hätte nicht meine Krankheit vorschieben sollen. Ich dachte schon, er würde mich den ganzen Tag lang umsorgen. Mein Vater hat sich einem Kult angeschlossen. Sie nennen sich selbst Venatori. Und eines kann ich euch sagen. Was auch immer er für sie getan hat, geschah nur, weil er an euch herankommen wollte. Warum sollte er die Zeit verändern und sich die Dienste der aufständischen Magier sichern, nur um an mich heranzukommen? Sie sind von euch besessen, aber ich weiß nicht warum. Womöglich, weil ihr im Tempel der heiligen Asche überlebt habt. Ihr könnt die Risse schließen. Vielleicht gibt es da eine Verbindung. Oder sie sehen euch als Bedrohung. Wenn die Venatori hinter diesen Rissen oder der Bresche am Himmel stecken, sind sie noch schlimmer, als ich dachte. Alexius ist euer Vater. Warum arbeitet ihr gegen ihn? Aus demselben Grund, aus dem Dorian gegen ihn arbeitet. Ich liebe meinen Vater und ich liebe mein Land. Aber das hier? Kultisten? Zeitmagie? Was er hier macht, ist einfach nur Wahnsinn. Ihr müsst ihn aufhalten. Zu seinem eigenen Besten. Außerdem wäre es nett, wenn er kein Loch in die Zeit reißen würde. Es genügt schon, dass wir ein Loch im Himmel haben. Also, was schlagt ihr vor? Ihr wisst, dass ihr sein Ziel seid. Mit einer Falle zu rechnen, ist der erste Schritt, um sie zu eurem Vorteil zu nutzen. Ich kann nicht in Radcliffe bleiben. Alexius weiß nicht, dass ich hier bin und dabei möchte ich es vorerst auch belassen. Aber sobald ihr bereit seid, euch mit ihm zu befassen, will ich dabei sein. Ihr hört wieder von mir. Ach und Felix, versuch dich nicht umbringen zu lassen. Es gibt Schlimmeres als den Tod, Dorian.
bleibt wachsam. Durch das ganze Chaos ist dieser Teil für Reldens gefährlicher als je zuvor. Ihr wisst schon, dass hier eine Verderbnis gewütet hat, oder? Ja, na schön. Abgesehen von der Zeit der Verderbnis. Jedes einzelne Okularum wurde aus dem Schädel eines Besänftigten gefertigt? Ich dachte, sie seien mit den aufständischen Magiern geflohen, arme Teufel. Ich hatte mich schon gefragt, was aus ihnen wurde, als die Magier rebellierten. Welch tragische Verschwendung von Leben. Ich hatte mich zwar gefragt, was aus ihnen wurde, doch ganz offensichtlich hätte ich mich intensiver damit befassen sollen. Bauer sei mit euch. Genau, das. Freut mich, das zu hören. Aber sieh dir doch nur den Himmel an. Und dann sind da noch all die Geschichten. Genau, das. Benötigt ihr irgendwas? Wir haben nicht genug Männer, um die Festung zu nehmen. Also suchen wir einen anderen Eingang oder lassen wir diesen Unsinn und holen uns die Templer. Radcliffe befindet sich in den Händen eines Magisters. Dagegen müssen wir etwas unternehmen. Alexius bittet in seinem Brief ausdrücklich um die Anwesenheit von Andrastes Herold. Es ist ganz offensichtlich eine Falle. Für Streitereien haben wir keine Zeit. Wir müssen uns irgendwie einigen. Ein Magister aus Tevinter kontrolliert Radcliffe und lädt uns zu einer Unterredung ins Schloss ein. Dennoch wollen einige von uns nichts unternehmen. Nicht das schon wieder. Schloss Radcliffe ist eine der am leichtesten zu verteidigenden Festungen in Ferelden. Es hat schon Tausende von Angriffen zurückgeschlagen. Wenn ihr dort hineingeht, werdet ihr sterben. Und wir verlieren unsere einzige Möglichkeit, diese Risse zu schließen. Das lasse ich nicht zu. Und wenn wir nicht mal versuchen, uns mit Alexius zu treffen, verlieren wir die Magier und haben eine feindliche fremde Macht direkt vor unserer Tür. Selbst wenn wir die Feste stürmen könnten, ist das keine Option. Der Einmarsch einer Armee der Orlesianischen Inquisition in Ferelden würde einen Krieg heraufbeschwören. Uns sind die Hände gebunden. Der Magister hat uns in der Hand. Wir können nicht einfach aufgeben. Irgendetwas müssen wir doch tun können. Wir können uns nicht einfach mit einer Niederlage abfinden. Es muss eine Lösung geben. Wo ist der Arl von Radcliffe? Ich bin mir sicher, er würde uns helfen, sein Schloss zurückzuerobern. Nachdem er vertrieben wurde, ist Arl Tegan direkt nach Denerim aufgebrochen, um die Krone um Hilfe zu ersuchen. Ich bezweifle, dass er unsere Unterstützung will, wenn die Fereldische Armee sein Schloss erst belagert. Ein Moment. Es gibt einen Geheimgang ins Schloss, einen Fluchtweg für die Familie. Er ist zu schmal für unsere Truppen, aber wir könnten einige Spione hindurchschicken. Das ist zu riskant. Diese Spione würden den Magister niemals erreichen, ohne vorher entdeckt zu werden. Und deshalb brauchen wir auch eine Ablenkung. Vielleicht den Gesandten, auf den Alexius derart erpicht ist. Trevelyan würde die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, während wir die Tevinteraner ausschalten. Es ist riskant, aber es könnte funktionieren. Ein Glück, dass ihr dabei Hilfe haben werdet. Kommandant, dieser Mann behauptet, er habe Informationen über den Magister und seine Vorgehensweise. Ohne meine Hilfe werden eure Spione Alexius' Magie niemals überwinden können.
Also werde ich euch begleiten, wenn ihr gegen ihn vorgeht. Ihr tragt bei diesem Plan das größte Risiko. Wir können euch nicht guten Gewissens befehlen, es einzugehen. Wenn ihr lieber nicht den Köder spielen wollt, können wir uns noch immer um die Templer bemühen. Die Entscheidung liegt bei euch. Kündigt uns an. Die Einladung des Magisters galt allein Meister Trevelyan. Die anderen müssen hier warten. Wenn meinen Freunden der Zutritt verwehrt wird, verzichte ich ebenfalls. My Lord Magister, die Emissäre der Inquisition sind eingetroffen. Mein Freund, es ist so schön, euch wiederzusehen. Und natürlich auch eure Begleiter. Ich bin mir sicher, wir beide kommen zu einer Einigung, die alle Parteien zufriedenstellt. Und wir Magier haben kein Mitspracherecht, wenn es darum geht, über unser Schicksal zu entscheiden? Fiona, ihr hättet eure Anhänger wohl kaum in meine Obhut übergeben, wenn ihr mir nicht ihr Leben anvertrauen würdet. Wenn die Großverzauberin Teil dieser Gespräche sein möchte, heiße ich sie gerne als Gast der Inquisition willkommen. Ich danke euch. Die Inquisition braucht Magier, um die Bresche zu schließen, und ich habe sie. Also, was habt ihr mir für sie anzubieten? Ehrlich zu sein, hatte ich gehofft, ihr könntet mir etwas über diese Venatori erzählen, die gerade in aller Munde sind. Nun, wo könntet ihr diesen Namen wohl gehört haben? Ich habe es ihm erzählt. Felix, was hast du getan? Euer Sohn ist besorgt, dass ihr in irgendetwas Schreckliches verstrickt sein könntet. Und das aus dem Mund eines Diebes. Denkt ihr etwa, ihr könntet meinen Sohn gegen mich aufbringen? Ihr kommt mit eurem gestohlenen Mal, einem Geschenk, das ihr nicht einmal begreift, in meine Festung und denkt, ihr hättet hier die Kontrolle? Ihr seid nichts weiter als ein Fehler. Was wisst ihr über den Tod der Göttlichen? Es war der Augenblick des Ältesten, und ihr wart selbst seiner bloßen Gegenwart unwürdig. Hör dich doch nur reden, Vater. Weißt du überhaupt, wie du dich anhörst? Er hört sich genauso an wie das Klischee eines Schurken, das man von unseresgleichen erwartet. Dorian, ich gab euch die Möglichkeit, Teil von all dem zu sein. Ihr habt mich zurückgewiesen. Der Älteste besitzt eine Macht, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Er wird das Reich aus seiner Asche wieder auferstehen lassen. Ist das derjenige, dem ihr dient? Derjenige, der die Göttliche ermordet hat? Ist er ein Magier? Er wird schon bald ein Gott sein.
Er wird dafür sorgen, dass die Welt erneut vor den Magiern auf die Knie fällt. Wir werden von der Borikssee bis zu den gefrorenen Meeren herrschen. Ihr könnt meine Leute nicht in so etwas hineinziehen. Alexius, das ist genau das, was ihr und ich niemals geschehen lassen wollten. Wir waren uns einig, also warum unterstützt ihr das alles? Beende es, Vater. Wende dich von den Venatori ab. Lass die Magier aus dem Süden die Bresche bekämpfen und uns nach Hause gehen. Nein, das ist die einzige Möglichkeit, Felix. Er kann dich retten. Mich retten? Es gibt eine Möglichkeit. Der Älteste hat es mir versprochen. Wenn ich den Fehler im Tempel ungeschehen mache... Ich werde sterben. Das musst du akzeptieren. Venatori, ergreift ihn! Der Älteste verlangt den Tod dieses Mannes. Eure Männer sind tot, Alexius. Ihr seid ein Fehler. Ihr hättet nie existieren dürfen. Nein! Beim Blut des Ältesten. Wo kommen die denn her? Wir haben einen Sprung gemacht? Interessant. Es ist vermutlich nicht das, was Alexius im Sinn hatte. Der Riss muss uns weggebracht haben. Nur wohin? Zum nächsten Knotenpunkt Arcana Energie? Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass wir in der Halle des Schlosses waren. Mal sehen. Wenn wir noch im Schloss sind, wurden wir nicht... Oh, natürlich. Es ist nicht einfach eine Frage des Wo, sondern des Wann. Alexius hat das Amulett als Fokus benutzt. Es hat uns durch die Zeit geschickt. Sind wir in der Zeit vor- oder zurückgereist? Und wie weit? Das sind ausgezeichnete Fragen. Wir werden es wohl rausfinden müssen, nicht wahr? Wir sollten uns umsehen und herausfinden, wohin uns der Riss gebracht hat. Dann können wir uns überlegen, wie wir zurückkommen, falls es möglich ist. Was hatte Alexius vor? Nun ja, hier ist meine Theorie. Ich glaube, Alexius' eigentlicher Plan war es, euch vollständig aus der Zeit zu entfernen. Hätte er damit Erfolg gehabt, wärt ihr niemals im Tempel der Heiligen Asche gewesen und hättet auch die Pläne seines Ältesten nicht durchkreuzt. Ich schätze, eure Überraschung in der Schlosshalle hat ihn fahrlässig werden lassen. Er hat uns in den Riss geschleudert, bevor er dafür bereit war. Ich habe einen Gegenzauber gewirkt, die Magie geriet völlig außer Kontrolle und hier sind wir. Das leuchtet doch ein, oder? In der Halle waren noch andere. Könnte es sein, dass sie ebenfalls durch den Riss gezogen wurden? Ich bezweifle, dass er groß genug war, um den gesamten Raum hindurchzuschicken. Alexius hätte sich selbst oder Felix nicht derart in Gefahr gebracht. Sie sind vermutlich noch immer dort, wo und wann wir sie verlassen haben. In gewisser Weise zumindest. Alexius hat in der Halle einen Ältesten erwähnt. Wisst ihr, wen er damit gemeint hat? Den Anführer der Venatori, nehme ich an. Irgendeinem Magister, der nach Göttlichkeit strebt. Es ist immer das gleiche Lied. Lasst uns ein wenig mit Magie herumspielen, die wir nicht begreifen. Sie wird uns unfassbar mächtig machen. Und augenscheinlich spielt es nicht die geringste Rolle, ob man dabei das Gewebe der Zeit zerfetzt. Ich hoffe, ihr habt einen Plan, wie ihr uns wieder zurückbringen wollt. Eher ein paar Ideen. Herrliche Ideen. Wie kleine Juwelen. Alexius hat diesen Ort ganz schön runtergewirtschaftet, was? Keine Ahnung, ich habe diesen Teil des Schlosses nie gesehen. Es war übersät mit unglaublich geschmacklosen Schnitzereien von Wölfen und Hunden.
Aber das hier ist auch nicht viel besser. Andraste, segne mich, Andraste, segne mich. Meine Tränen sind meine Sünden, meine Sünden, meine Sünden. Andraste, möge mich leiten, Andraste, möge mich leiten. Lissus, hallo. Erinnert ihr euch an mich? Andraste, segne mich, Andraste, segne mich. Andrastes heiligem Wams, ihr seid am Leben. Wo wart ihr? Wie seid ihr entkommen? Wir sind nicht entkommen. Alexius hat uns in die Zukunft geschickt. Euch passiert auch nie irgendetwas Normales. Ihr seht nicht sonderlich gut aus, Varric. Was ist geschehen? Hütet eure Zunge. Für einen Toten sehe ich verdammt gut aus. Ihr seid ebenso wenig tot wie wir. Glaubt mir. Die nicht-tödliche Version dieses roten Dreckslyriums ist noch weitaus schlimmer. Wenn wir Alexius finden, könnte ich uns wieder in unsere Zeit zurückbringen, ganz einfach. Das dürfte nicht ganz so einfach sein, wie ihr es euch vielleicht vorstellt. Alexius ist nur ein Diener. Sein Ältester hat die Kaiserin ermordet und ist mit einer gewaltigen Dämonenarmee in den Süden eingefallen. Der Älteste herrscht über alles, oder zumindest über das, was noch übrig ist. Alexius ist nicht derjenige, um den ihr euch Gedanken machen müsst. Morde, Invasionen und Dämonenarmeen? Ich bin fast ein wenig froh darüber, dass ich das alles verpasst habe. Ja, ihr hattet Glück. Ihr wollt euch mit Alexius anlegen? Ich bin dabei. Gehen wir. Das Licht wird sie sicher über die Wege dieser Welt bis in die nächste leiten. Denn für sie, die dem Erbauer vertraut, wird Feuer zu Wasser. Ihr kehrt zu uns zurück? Wie kann das sein? Gewährt uns Andraste eine weitere Chance? Erbauer, vergib mir. Ich habe dich enttäuscht. Ich habe alle enttäuscht. Das Ende muss nah sein, wenn schon die Toten ins Leben zurückkehren. Wir werden Alexius töten. Kommt mit uns. Ich verstehe das nicht. Welchen Sinn hätte es, ihn jetzt noch zu bekämpfen? Alexius hat uns in die Zukunft geschickt. Wenn wir ihn finden, können wir vielleicht in die Gegenwart zurückkehren. Ihr wollt durch die Zeit zurückreisen? Dann könntet ihr dafür sorgen, dass nichts von all dem je geschehen ist? Wenn Dorian recht hat und den Zauber tatsächlich umkehren kann, dann ja. Nichts von alledem wird geschehen.
Ich bitte dich, Andraste, lass es wahr sein. Alexios hat sich im Thronsaal eingeschlossen. Dort finden wir ihn. Gesehen, wie ihr in dem Riss verschwunden seid. Ich verstehe das nicht. Was ist mit euch geschehen? Das rote Lyrium. Es ist eine Krankheit. Wenn man lange genug in seiner Nähe ist, wird man irgendwann zu dem hier. Und dann nutzen sie eure Leiche, um noch mehr abzubauen. Könnt ihr uns sagen, welches Datum wir haben? Es ist lebenswichtig. Erntemonat 942. Zeitalter der Drachen. 942? Dann haben wir ein ganzes Jahr verpasst. Wir müssen hier weg. Wir müssen durch die Zeit zurückreisen. Bitte verhindert, dass das alles geschieht. Alexios. Dient dem Ältesten. Er ist mächtiger als der Erbauer. Niemand kann ihn aufhalten. Dieser Magister wird es noch bereuen, dass er mich nicht einfach getötet hat. Unsere einzige Hoffnung liegt darin, das Amulett zu finden, mit dem uns Alexios hierher geschickt hat. Wenn es noch existiert, kann ich es verwenden, um den Riss an genau derselben Stelle wieder zu öffnen, an der wir verschwunden sind. Hoffe ich zumindest. Gut. Ich sagte, ich hoffe es. Es könnte uns auch in Brei verwandeln. Ihr müsst es versuchen. Eure Meisterspionin Liliana, sie ist hier. Ihr müsst sie finden. Beeilt euch. Bevor der Älteste herausfindet, dass ihr hier seid. Wenn das rote Lyrium eine Infektion ist, warum beim Erbauer kommt es dann aus den Wänden? Seid ihr sicher, dass ihr das rausfinden wollt? Aufpassen! Zur Abwechslung mal etwas Konstruktives zu tun. Es ist genau wie früher. Seht euch um. Vielleicht finden wir was, das wir brauchen können.
keinen Erbauer. Der Älteste hat ihm alles genommen und wird schon bald aus seiner Stadt heraus herrschen. Das macht ihn noch nicht zu einem Gott. Haben, die arme Frau. Wusste Trevelyan von dem Opfer im Tempel? Antwortet! Niemals! Oh. Ich werde euch brechen! Eher sterbe ich. Oder ihr. Nun, das war beeindruckend. Zorn ist stärker als jeglicher Schmerz. Habt ihr Waffen? Gut. Der Magister ist vermutlich in seinen Gemächern. Seid ihr überhaupt nicht neugierig, wie wir hierher gekommen sind? Nein. Alexios hat uns in die Zukunft geschickt. Das hier, sein Sieg, sein Ältester. Es hätte nie dazu kommen sollen. Wenn wir in die Gegenwart zurückkehren und Alexios aufhalten können, müsst ihr all das hier niemals durchmachen. Und da fragen sich die Magier immer, warum die Leute sie fürchten. Niemand sollte eine derartige Macht besitzen. Sie ist gefährlich und unvorhersehbar. Vor der Bresche war nichts, was wir getan haben. Das reicht. Für euch ist das alles hier unwirklich. Nur irgendeine Zukunft, von der ihr hofft, dass sie niemals Realität wird. Aber ich habe gelitten. Die ganze Welt hat gelitten. Und das war real. Was ist geschehen, während wir fort waren? Hört auf zu reden. Ich bitte doch lediglich um Informationen. Nein, ihr redet, um die Stille zu füllen. Glaubt mir, ihr wollt nichts von dem, was geschehen ist, wissen. Wir müssen Alexios finden. Ich bin mir sicher, er ist in einem ansprechenderen Teil des Schlosses, falls es hier so etwas gibt.
Magister braucht mehr Macht für seine Rituale. Nein. Bitte tut mir nichts. Was für ein Irrsinn. Das kann Alexios nicht gewollt haben. Bresche! Sie ist überall. Der Älteste und seine Venatori. Sie sind diejenigen, die die Bresche geöffnet haben. Thank you.
Was ist aus Felix geworden? Wisst ihr das vielleicht? Ja, das weiß ich. Und ihr wollt es mir nicht erzählen? Ihr werdet es noch früh genug herausfinden. Rastes Name ist das. Passt gut darauf auf. Ich möchte es mir später genauer ansehen. Einfach zauberhaft, was Alexios aus diesem Ort gemacht hat. Versucht, den Verzauberer auszuschalten. Sie dürfen nicht die Treppe raufkommen! Könnt ihr mir was zum Lesen mitnehmen? Was ist hier passiert? Findet Alexios. Das ist alles, was zählt. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Sollten wir uns eine erhöhte Position suchen?
wenn wir euch beim Essen gestört haben. Soll ich das vielleicht übernehmen? Groß ist der Schaden, den Alexios' Zauber angerichtet hat. Ganz Südthedas wurde von Rissen in Schutt und Asche gelegt. Und hier hat es begonnen. Ob das allerdings sein Werk war oder eine Folge der Bresche, wer weiß. Versuchen wir, sie zu überraschen. Blockiert die Treppe! Nicht so aus, als hätte der Älteste große Lust, seine Anhänger zu retten. Lasst uns zur Haupthalle zurückkehren. Ich denke, ich weiß jetzt, wie wir die Tür aufbekommen.
Alexius, es wird Zeit, dass ihr für eure Verbrechen bezahlt. Ihr seid also endlich eingetroffen. Ich wusste, ihr würdet wieder auftauchen. Nicht, dass es jetzt sein würde. Doch ich wusste, ich hatte euch nicht vernichtet. Es war mein letzter Fehler. War es das wert? Alles, was ihr der Welt angetan habt? Was ihr euch selbst angetan habt? Aber das spielt nun keine Rolle mehr. Alles, was wir noch tun können, ist auf das Ende zu warten. Es spielt noch eine Rolle. Ich werde das alles ungeschehen machen. Wie oft habe ich das schon versucht? Man kann die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Alles, wofür ich gekämpft habe, alles, was ich verraten habe. Und was hat es mir gebracht? Verderben und Tod. Weiter nichts. Der Älteste vernichtet uns. Mich, euch, uns alle. Felix! Das ist Felix? Beim Atem des Erbauers, Alexius, was habt ihr getan? Er wäre gestorben, Dorian. Ich habe ihn gerettet. Bitte, tut meinem Sohn nichts an. Ich mache alles, was er verlangt. Gebt uns das Amulett und wir lassen ihn gehen. Lasst ihn frei und ihr bekommt alles, was ihr wollt. Ich will die Welt zurück. Nein. Nein! Er wollte sterben, nicht wahr? All die Lügen, die er sich selbst erzählt hat. Die Rechtfertigungen. Er hat Felix schon vor langer Zeit verloren. Und hat es nicht einmal bemerkt. Oh, Alexius. Für diesen Alexius kam jede Hilfe zu spät. Aber vielleicht können wir ja den Alexius in unserer Zeit noch zur Vernunft bringen. Ja, vielleicht. Das ist dasselbe Amulett, das er verwendet hat. Und ich denke, es ist auch jenes, das wir in Minrathes erschaffen haben. Das zumindest ist beruhigend. Gebt mir eine Stunde, um den Zauber, den er gewirkt hat, zu verstehen. Dann sollte ich in der Lage sein, den Riss wieder zu öffnen. Eine Stunde? Das ist unmöglich. Ihr müsst sofort hier weg. Älteste. Ihr müsst euch beeilen, das hier ist...
übel. Wir halten die Tür. Wenn sie durchbrechen, seid ihr dran, Nachtigall. Nein, ich lasse nicht zu, dass ihr Selbstmord begeht. Seht uns an. Wir sind bereits tot. Wir überleben nur, wenn dieser Tag niemals kommt. Wirkt den Zauber. Ihr habt so viel Zeit, wie ich Pfeile habe. Ob schon die Finsternis naht, wird die Flamme mich schützen. Andraste, leite mich. Möge mich der Erbauer an seiner Seite willkommen heißen. Rührt euch nicht vom Fleck, oder wir werden alle sterben! Da müsst ihr euch schon etwas Besseres einfallen lassen. Gebt jeglichen Anspruch auf Radcliffe auf und wir lassen euch am Leben. Ihr habt gewonnen. Es gibt keinen Grund, diese Farce weiter in die Länge zu ziehen. Felix? Mach dir keine Sorgen, Vater. Aber du wirst sterben. Wir alle sterben irgendwann. Nun, ich für meinen Teil bin froh, dass es vorbei ist. Oder auch nicht. Großverzauberin, wir würden uns mit euch gerne über euren Missbrauch unserer Gastfreundschaft unterhalten. Eure Majestäten. Als wir den Magiern Zuflucht gewährt haben, gaben wir ihnen nicht das Recht, unsere Untertanen aus ihren Häusern zu vertreiben. König Alistair, Königin Enora, ich versichere euch, wir hatten nie die Absicht. Angesichts eurer Taten reichen gute Absichten allein nicht länger aus. Ihr und eure Anhänger seid hier nicht länger erwünscht. Verlasst Ferelden, oder wir werden euch dazu zwingen. Aber unter uns sind Hunderte, die Schutz benötigen. Wohin sollen wir gehen? Die Inquisition wäre womöglich bereit, die Magier aufzunehmen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Übereinkunft? Sie sind hoffentlich besser als die von Alexius. Die Inquisition ist doch besser, oder? Ich weiß, ihr seid ein Magier, aber denkt daran, wie sich diese Rebellen verhalten haben. Sie müssen in die Pflicht genommen werden. Ich habe schon jede Menge Magier kennengelernt. Sie können loyale Freunde sein, wenn man sie lässt. Freunde, die falsche Entscheidungen treffen, aber dennoch sind sie loyal. Uns bleibt offensichtlich keine andere Wahl, als das anzunehmen, was auch immer ihr uns anbietet. Es wäre uns eine Ehre, euch als Verbündete an der Seite der Inquisition zu wissen. Darüber reden wir noch. Später. Dann hoffe ich, dass sich der Rest der Inquisition ebenfalls an euer Versprechen hält. Die Bresche ist eine Gefahr für ganz Thedas. Wir können es uns nicht leisten, jetzt uneins zu sein. Ohne euch können wir den Kampf gegen sie nicht aufnehmen. Wenn wir Hoffnung auf Erfolg haben wollen, brauchen wir eure volle Unterstützung. Das ist ein großzügiges Angebot. Und ich bezweifle, dass wir euch ein besseres machen werden. Wir akzeptieren. Es wäre verrückt, wenn wir es nicht täten.
Ich werde meine Leute versammeln und dafür sorgen, dass sie für die Reise nach Haven bereit sind. Wir werden die Bresche schließen. Ihr werdet es nicht bereuen, uns diese Chance gegeben zu haben. Da gibt es nichts zu diskutieren. Es wird unter den Magiern Abscheulichkeiten geben und darauf müssen wir vorbereitet sein. Wenn wir unsere Bündniszusage zurücknehmen, lässt es die Inquisition im besten Falle unfähig und im schlimmsten Falle tyrannisch erscheinen. Was habt ihr euch dabei gedacht, die Magier ohne Aufsicht von der Leine zu lassen? Der Schleier ist zerrissen! Lasst ihnen vorerst ihre Freiheit. Wenn sich herausstellt, dass sie damit nicht umgehen können, habt ihr einen Grund, ihnen Beschränkungen aufzuerlegen. Und wie viele Leben wird es kosten, wenn sie versagen? Nun, da der Schleier zerrissen ist, ist die Gefahr der Besessenheit... Ihr wart doch dort, Sucherin! Warum seid ihr nicht eingeschritten? Mag sein, dass ich diese Entscheidung nicht gänzlich gutheiße, aber ich unterstütze sie. Sinn und Zweck der Mission des Herolds war es, uns die Hilfe der Magier zu sichern. Und dieses Ziel wurde erreicht. Da spricht die Stimme des Pragmatismus. Zu schade, ich hatte langsam Gefallen an euren endlosen Diskussionen gefunden. Wir müssen die Bresche schließen. Das ist das Einzige, was zählt. Ich habe einen Vorgeschmack auf das erhalten, was geschieht, wenn wir scheitern. Sorgen wir dafür, dass es nicht dazu kommt. Wir werden nicht scheitern. Wir sollten den Dingen, die ihr in dieser dunklen Zukunft gesehen habt, auf den Grund gehen. Kaiserin Selene wird ermordet? Es gibt eine Dämonenarmee? Das klingt nach etwas, das ein Kult aus Tevinter tun würde. Orlais fällt, das Reich steigt auf und überall herrscht Chaos. Eine Schlacht nach der anderen. Es wird Zeit brauchen, unsere Truppen und die Magier zu organisieren. Besprechen wir das im Ratsraum. Warum schließt ihr euch uns nicht an? Ohne euer Mahl ist alles andere ohnehin bedeutungslos. Ich danke euch. Es wäre mir eine Ehre, euch bei der Ausarbeitung eines Plans behilflich zu sein. Trefft euch dort mit uns, sobald ihr bereit seid. Ich werde den Kriegsrat schwänzen, aber wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich mir diese Bresche gern aus der Nähe ansehen. Heißt das, ihr bleibt hier? Oh, hatte ich das nicht erwähnt? Der Süden ist so zauberhaft und urig. Ich genieße es, hier zu sein. Es gibt niemanden, mit dem ich lieber in der Zeit stranden würde. Egal, ob in der Zukunft oder der Gegenwart. Eine ausgezeichnete Wahl. Lasst uns dennoch versuchen, in nächster Zeit nicht wieder irgendwo zu stranden, ja? Ich beginne mit den Vorbereitungen für den Marsch auf den Gipfel. So der Erbauer will, werden die Magier genügen, um uns den Sieg zu schenken. Mit eurer offenen Unterstützung der Magier habt ihr euch wahrscheinlich einige Feinde gemacht. Unsere Spione werden die Situation im Auge behalten. Falls wir herausfinden, bei wem die größte Unzufriedenheit herrscht, könnten wir das vielleicht sogar zu unserem Vorteil nutzen. Sollen mich die Leute doch hassen, wenn sie wollen. Das führt zu nichts. Die Inquisition ist noch jung. Wir müssen Unterstützung gewinnen. Ungeachtet dessen begrüße ich euren Mut, für die Magier einzutreten. Ihr habt euch in Radcliffe geopfert, damit ich hierher zurückkehren konnte. Selbstverständlich. Ein kleines Leben im Austausch für eine zweite Chance, Geschichte zu schreiben? Für so einen Handel bin ich immer zu haben. Nichtsdestotrotz war es ein Opfer und eine edle Tat. Und ich würde es wieder tun. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Al Teagan ist nach Schloss Radcliffe zurückgekehrt und hat seine Pflichten als Lord wieder aufgenommen. Die Leute kehren wieder zurück. Langsam zwar, aber beständig.
Bedauerlicherweise hat unsere offene Unterstützung der Magier viele verärgert. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment gibt es nichts zu berichten. Ich überlasse euch wieder eure Arbeit. Aufständischen Magier schließen sich der Inquisition an. Ich muss zugeben, mit dieser Wendung hatte ich nicht gerechnet. Eine Sache, die ihr in der Zukunft gesehen habt, macht mir Sorgen. Ich meine, es war alles übel. Aber rotes Lyrium in Ferelden, das Leute befällt und aus ihnen herauswächst, das ist schrecklich. Dass es noch mehr von dem Zeug gibt, reißt ein ziemliches Loch in meine Theorie, dass im Tempel nur rein zufällig rotes Lyrium herumlag. Wie schnell wächst rotes Lyrium? Wie schnell breitet es sich aus? In Kirkwall wurden die Leute erst nach Jahren infiziert, allerdings hat das Zeug dort niemand gegessen. Dieser Älteste hat es geschafft, das Schlimmste, das ich mir vorstellen kann, noch schlimmer zu machen. Das ist eine reife Leistung. Die Inquisition hat genug Leute, um das ganze Lyrium aufzuspüren und zu vernichten. Hoffen wir es. Ich will gar nicht daran denken, was passiert, wenn eine Seuche ausbricht. Ich habe ein paar Leute beauftragt, herauszufinden, woher dieses rote Zeug kommt. Vielleicht sollten wir uns auf diese Frage konzentrieren. Aber jetzt ist erstmal Schluss mit der Schwarzmalerei. Ihr habt gerade einen großen Sieg für die Inquisition errungen. Wie wollt ihr ihn feiern? Niemand weiß, was als nächstes passiert. Wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Dem kann ich nicht widersprechen, aber ihr solltet versuchen, euch auszuruhen, solange ihr könnt. Ich glaube nicht, dass in der nächsten Stunde viel passieren wird. Ihr solltet diesen Moment der Ruhe genießen. Und falls in der Zwischenzeit die Welt untergeht, lässt es uns die Sucherin bestimmt wissen. Magier, so weit das Auge reicht. So viele Roben. Ich wette, es gibt in ganz Ferelden keine Vorhänge mehr. Ich bleibe lieber auf der anderen Seite von Haven. Sicher ist sicher. Diese Magier sind hier, um der Inquisition zu helfen. Macht euch keine Sorgen. Sicher, kein Problem. Magie hier, Magie dort. Wieso rege ich mich überhaupt auf? Ich meine, juhu, Freiheit. Schön für Sie, da drüben, weit weg von mir. Ich habe mich gefragt, ob ihr wohl einen Blick auf ein paar Schlösser werfen könntet. Auf die an den Türen unter der Kirche? Ihr wisst von ihnen. Türen gibt's überall. Ich hatte nur keine Lust, mich durch die Wäsche irgendeiner Schwester zu wühlen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Betrachtet sie als geöffnet. Wir haben also die Magier gewonnen. Grandios. Sie müssten in der Lage sein, die Bresche zu schließen. Seid ihr sicher, dass ihr durch die Zeit gereist seid? Könnte es nicht auch eine Illusion gewesen sein? Ein Trick des Nichts? Ich war schon einmal im Nichts. Ich weiß es. Der Punkt geht an euch. Was für eine bemerkenswerte Gabe. Es ist wichtig, dass die Inquisition siegt, um die Zukunft abzuwenden, die ihr gesehen habt. Es überrascht mich, dass ihr euch nicht mehr für eure eigene Zukunft interessiert. Ich weiß genug. Sollte diese Zukunft eintreten, konnte ich, ebenso wie Cassandra, Cullen und all die anderen, diesen Ältesten nicht aufhalten. Apropos, ihr solltet euch bereit machen. Wofür? Diesen Ältesten. Ihr habt seine Pläne nun schon zweimal durchkreuzt. Einmal im Tempel der Heiligen Asche und jetzt in Redcliffe. Ein Wesen, das nach Göttlichkeit strebt, wird einen solchen Affront wohl kaum hinnehmen. Die Inquisition unterstützt also freie Magier. Was kommt als nächstes? Elfen, die Halam Shiral leiten? Kühe, die Bauern melken?
Sehe ich es richtig, dass ihr das missbilligt? Im Gegenteil. Ich befürworte es von ganzem Herzen. Ich frage mich, ob ihr bedacht habt, was eure Unterstützung bewirken wird. Für die Magier im Allgemeinen, meine ich. Die Inquisition wird als Autorität erachtet. Ihr gestattet es den Magiern aus dem Süden, nun ja, so zu sein wie die Magier in meiner Heimat. Was genau wäre falsch daran? Nichts. Zumindest zu Anfang. Es ist nur so, dass das Reich einst genau wie der Süden war. Templer, richtige Zirkel, all dieser Kram. Doch dann hat es sich verändert. Langsam. Nicht, dass das ein Grund wäre, uns zu unterdrücken. Dennoch sollte die Geschichte meiner Heimat zur Vorsicht mahnen und nicht als Vorbild dienen. Habt ihr Alexius schon aufgesucht? Er ist in den Zellen. Nein, noch nicht. Ich habe ihn gesehen, bevor er weggesperrt wurde. Er sah mutlos aus, gebrochen. Nicht wie der Mann, an den ich mich erinnere oder erinnern will. Ich nehme an, die Inquisition wird ihn letztlich verurteilen. Dennoch frage ich mich, ob vielleicht die Hoffnung besteht, dass sie ihm Gnade gewährt. Er hat es natürlich nicht verdient, aber um Felix Willen hoffe ich einfach, dass in ihm noch irgendetwas von dem Mann übrig ist, den ich einst kannte. Es ist gut, wieder von Magiern umgeben zu sein. Wirklich? Also, dieser Kerl aus Tevinter hat euch in die Zukunft geschickt? Na. Jedes Mal, wenn ich denke, ich verstünde die Magie, ändern sich die Regeln. Und das will schon was heißen. Immerhin seid ihr ein Magier. Wie auch immer. Ich hoffe, unsere neuen Freunde sind in der Lage, die Bresche zu schließen. Ich kriege schon Kopfschmerzen, wenn ich das verfluchte Ding auch nur ansehe. Die Magier sind bereit, sich der Bresche anzunehmen. Ich hoffe, es genügt, um sie zu schließen. Ihr wart nicht glücklich darüber, dass ich die Magier aufgenommen habe. Habt ihr auch ein Problem mit mir? Natürlich nicht. Ich habe nicht vor, euer Bündnis zu gefährden, aber ich muss dafür sorgen, dass die Leute hier in Sicherheit sind. Das schließt auch die Magier mit ein. Sie bringen sich für die Inquisition in Gefahr, genau wie ihr. Jegliche Vorsichtsmaßnahmen dienen allein dazu, euch zu helfen. Ich hoffe, ihr wisst das. Was haltet ihr von den Leuten, mit denen ihr zusammenarbeitet? Wen genau meint ihr? Seid ihr mit den Truppen der Inquisition zufrieden? Unsere Anzahl ist gering, aber sie dürfte vorerst genügen. Einige Templer haben sich uns angeschlossen, statt dem Orden zu folgen. Sie sind uns bei der Ausbildung neuer Rekruten von unschätzbarem Wert. Was denkt ihr über unsere Botschafterin? Wir haben nur wenig gemeinsam. Ich begreife nicht, wie sie so viel Freude daran haben kann, sich den ganzen Tag mit irgendwelchen Adeligen zu treffen. Nichtsdestotrotz arbeite ich gern mit ihr zusammen. Wie gefällt euch die Zusammenarbeit mit Leliana? Ohne sie gäbe es die Inquisition nicht. Ich bin mit ihren Methoden vielleicht nicht immer einverstanden, aber sie widmet sich unserer Sache mit mehr Leidenschaft als jeder andere. Cassandra mag diejenige gewesen sein, die die Inquisition öffentlich proklamiert hat, aber ihre Gründung ist ebenso sehr Lilianas Verdienst. Ich sollte euch wieder euren Aufgaben überlassen. Und was genau sollen wir tun? Das, was ihr immer tut. Euch beklagen. Wir haben bereits mit Kommandant Cullen gesprochen. Niemand hört uns zu. Wir wollen bessere Quartiere. Wir wollen, dass die Templer auf Abstand bleiben. Und wir wollen ein wenig Respekt für... Das hier ist nicht der Zirkel.
Ihr Magier seid unsere Verbündeten, nicht unsere Schutzbefohlenen. Also verhaltet euch auch entsprechend. Und wie, bitteschön, sollen wir? Findet euch damit ab. Es hört offenbar nie auf. Gibt es ein Problem mit den Magiern? Kann ich vielleicht helfen? Die Magier sind als Gleichgestellte hier. Sie müssen sich daran gewöhnen, was das bedeutet. Im Grunde ist das alles euer Werk. Ihr habt dieses Bündnis geschmiedet. Nun, ich hoffe, es wird funktionieren. Uns bleibt ja keine andere Wahl, oder? Oh, ich klinge, als würde ich euch Vorwürfe machen, oder? Ich will euch nicht kritisieren. Meiner Meinung nach habt ihr das Richtige getan. Ihr habt eine Entscheidung getroffen, als es notwendig war. Und hier sind wir nun. Ich wünschte, ich könnte sagen, es wäre mein Werk gewesen. Ihr schmeichelt mir. Nein, tue ich nicht. Warum passiert mir das nur ständig? Nie versteht jemand, was ich meine. Ihr solltet euer Gesicht sehen. Jetzt denke ich weit weniger schmeichelhafte Dinge. Hoffen wir, dass die Bresche euren Sinn für Humor besitzt. Wenn Fiona und ihre Unzufriedenen unsere Verbündeten werden, müssen wir vorbereitet sein. Wir werden es mit Abscheulichkeiten zu tun bekommen. Cullen hat nicht genügend Templer, um etwaige Zwischenfälle meistern zu können. Wir müssen einige der gewöhnlichen Soldaten ausbilden. Bildet unsere Leute aus, aber macht es im Geheimen. Die Magier sollen glauben, sie würden nicht überwacht. Ich mag eure Denkweise, Schätzchen. Ich werde mit Cullen sprechen. Seine Leute sind für uns absolut unverzichtbar. Es gab nie zuvor eine größere Bedrohung für die Magier als diese Bresche. Solange sie nicht geschlossen wurde, ist niemand sicher. Ihr habt eine ziemlich schlechte Meinung von euren Magierkollegen. Das ist keine Frage von Meinungen, mein Lieber. Ich habe eine enge Bindung zur Realität. Viele meiner werten Kollegen allerdings nicht. Magie ist gefährlich, ebenso wie Feuer gefährlich ist. Jeder, der diese Wahrheit vergisst, wird sich verbrennen. Ihr rennt bei mir offene Türen ein, Vivienne. Verratet mir etwas. Da ihr zweifelsohne an ihrer Gestaltung beteiligt sein werdet, welche Zukunft seht ihr für die Magier? Die Magier sollten ebenso behandelt werden wie alle anderen auch. Ihr seid nicht der Erste, der vergisst, dass die Mauern unserer Türme nicht nur uns drinnen, sondern auch die Wölfe draußen gehalten haben. Wir hassen die Templer, wenn sie über uns richten. Aber wir danken ihnen von ganzem Herzen, wenn sie die wütende Menge fernhalten. Ich schätze, wir haben so einiges, worüber wir nachdenken sollten, mein Lieber. Die Inquisition weiß eure Unterstützung in dieser Angelegenheit zu schätzen, Lady Corbin. Und meine Arbeiter schätzen die Zusammenarbeit mit euch. Ihr bekommt euer Lyrium Ende der Woche. Allerdings, werte Botschafterin, war die Kirche ziemlich verärgert, als sie von unserer Übereinkunft erfuhr. Die Inquisition scheint den obersten Klerikerinnen wirklich ein Dorn im Auge zu sein. Allerdings sind wir guten Mutes, dass wir auch sie überzeugen können. Als dann, ich empfehle mich. Guten Tag, Herold.
Wer war das, Botschafterin? Eine Händlerin. Ich dachte, wir sollten den Zwergen die Hand reichen, um den Magiern der Inquisition Lyrium zu sichern. Laut Lady Corbin hat das den Zorn der Kirche erregt. Wie das? Durch das Lyrium gewinnen wir mehr Einfluss, als die Kirche erwartet hatte. Wir werden langsam lästig. Traurigerweise scheinen die verbliebenen obersten Klerikerinnen die Macht der Kirche festigen zu wollen, anstatt die Massen zu trösten. Die Kirche könnte ihre Probleme nicht einmal lösen, wenn sie eine göttliche hätte. Dennoch hegen viele Leute noch immer große Liebe für sie. Wir werden nicht von ihrem Verfall profitieren. Allein die Kirche verbindet Orlais, Nevara, Ferelden, Antiva und selbst Rivaine in ihrem gemeinsamen Ringen. Hat die Kirche diesen Frieden wirklich befördert? Andrastes Gesang ist allenorts bekannt und gilt als Quelle zahlloser gemeinsamer Bräuche. Das ist der springende Punkt. Gemeinsamkeit ist die Grundlage aller Verhandlungen. Ich nehme an, ein gemeinsamer Glaube kann im Gespräch mit Fremden hilfreich sein. Exakt. Und auf diesen gemeinsamen Interessen werden wir aufbauen. Wir müssen lernen, unsere eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, um den Frieden in Thedas zu sichern. Was führt jemanden, der so schön und selbstlos ist, in die orlesianische Politik, Lady Montellier? Ach, das war... Ich denke, ihr übertreibt. Wo ihr schon einmal hier seid, hätte ich eine Frage. Die verbliebenen obersten Klerikerinnen fordern in einem Sendschreiben Aufklärung über die Ereignisse am Tempel der Heiligen Asche. Sie wollen wissen, ob die Inquisition offiziell behauptet, dass euch Andraste aus der Bresche gerettet hat. Wenn es nach euch ginge, was würdet ihr ihnen antworten? Ich würde der Kirche sagen, dass Andraste selbst mich vor Unheil bewahrte. Und ich würde zu gern die Debatten hören, die danach in den Hallen von Val Royeau entbrennen würden. Danke für eure Offenheit. Ich wünsche euch einen guten Tag.